So, hallo liebe Fahrradkanalfreunde. Ich bin jetzt hier in Neuss auf dem Golfplatz und habe jetzt hier einen wunderschönen Parkplatz im Schatten. Jetzt will ich hier starten. So viel ganz in Kürze. Es wird eine rund 65 Kilometer Tour, hoffe ich zumindest, dass ich die ganz schaffe. Es geht hier jetzt erstmal von diesem schönen Golfparkplatz hier in Neuss. Dann gleich mit dem Fahrrad zum Bahnhof in Neuss-Norf und von dort fahre ich dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, also mit der Bahn, bis Köln. Da muss ich umsteigen, dann muss ich nochmal umsteigen in Hürth oder wo das da ist, keine Ahnung, müsste ich jetzt nachgucken, Karlscheuren irgendwo. Und dann komme ich hoffentlich in Erftstadt-Liebla, heißt der Bahnhof, an. Und von dort möchte ich dann nämlich meine Tour starten in Richtung Erft, immer der Erft entlang, über Bedburg und Grevenbroich und dann wieder bis hierhin. So, okay, die Tour und alle weiteren Infos findet ihr natürlich wie immer unter dem Video im Text. Die Hinweise und diverse Links zum Komoot sowieso und vorab schon mal denkt dran, Daumen hoch da zu lassen, wenn euch das Video gefallen hat und ganz besonders würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. So, okay, jetzt muss ich aber erstmal mein neues Faltbike auspacken, das Lobe FM 380 oder wie auch immer das Ding hier heißt. Okay, gut, los geht's, soll es auf jeden Fall jetzt erstmal mit dem Ausladen. Das ist nicht so ganz easy. Das Ding wiegt immerhin roundabout so 26 Kilo, also nicht viel weniger wie ein normales Trekking-E-Bike. So, ich denke mal, jetzt hier können wir jetzt auch starten. So, nun bin ich hier am Bahnhof Erftstadt-Liebla angekommen. Ja, das war eine recht abenteuerliche Zugfahrt. Denn immerhin musste ich zweimal umsteigen. Einmal in Köln Hauptbahnhof und dann in Hürth-Karlscheuren. Ja, genaueres könnt ihr ja, beziehungsweise habt ihr ja auf der zuvor eingeblendeten Karte gesehen. Ja, jetzt bin ich hier schon auf dem Weg, so grob Richtung Lieblarer See. Und hier ist ein Waldbiergarten, hier zur Rechten, seht ihr jetzt da oben rechts. Sehr schönes Ausflugslokal, kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Ja, wie gesagt, ich muss jetzt hier von dem Bahnhof in Erftstadt-Liebla erstmal so circa 5 bis 6 Kilometer fahren, um bis zur eigentlichen Erft zu gelangen. Aber irgendwie habe ich ein paar falsche Abzweigungen genommen und der Weg direkt hier so am Anfang ein bisschen abenteuerlich. Ihr seht schon, hier geht es dann auch ziemlich bergab. Und der Weg ist auch hier sonst nicht gerade sehr fahrradfreundlich.
Also es ist eher ein bisschen was für MTBs, aber naja, gut. Mein neues E-MTB möchte gern MTB-Fahrrad, was ich umgebaut habe, Faltrad, Fully, hat den Weg sehr gut gemeistert. Vor allen Dingen die Vollfederung, alles super, prima, gut. Von daher, ja, jetzt geht es hier so ein Stückchen im Lieblarer Norden, so ein bisschen durch den Ort. Ihr seht hier eine kleine Baustelle. Naja, so ist das halt. Soweit aber alles im Großen und Ganzen okay. Und ja, hier dann irgendwie noch über irgendeine größere Straße. Ich weiß gar nicht, ist das hier die A1? Ich gucke gerade hier nebenbei auf dem Zweitmonitor. Ja, könnte die A1 gewesen sein. Und auch sonst geht es hier immer, oder das hier ist die A1 und das andere war irgendwie eine Landstraße, eine ausgebaute. Wie auch immer, ja genau. Ich glaube, das letztere Brückchen, diese Betonbrücke, war die A1. Ja, jetzt bin ich hier auch endlich an der Erft angekommen, nach so circa 5 bis 6 Kilometer. Und ihr seht, das große Aha-Erlebnis. Die Erft in ihrem eingeengten Bett. Naja, eigentlich will ich da nicht viel zu sagen. Sicher auch so eine kleine Umweltsünde, dass man so ein Flüsschen stark begradigt hat. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass das mal das ursprüngliche Bett war oder ist. Aber gut, da kann jetzt jeder drüber denken, wie er oder sie oder es möchte. Ja, gut. Vorteil ist halt im Nachhinein, dass man natürlich an so einem begradigten Flüsschen meistens doch rechts und links irgendwelche Wege hat, die man dann radeln kann. Und hier, wie ihr seht, an der Erft auch einiges ist dann sogar mit Teer, als Teerweg ausgeführt. Aber es kommen natürlich auch noch ja, so feinschottrige Wege. Ja, hier jetzt ein Bauer, der gerade hier bei seiner Ernte ist. Ich bin leider kein Landwirt, kann euch nicht sagen, ob der da, was der da geerntet hat. Jedenfalls hat er da Strohballen gemacht. Hier links immer mal so ein kleiner Blick in die Erft. Für mich nicht sehr gerade idyllisch. Ja gut, schön ist es trotzdem von der Landschaft. Stehen ja hier immer Bäume, bewaldet. Also kann man auch ganz gut bei recht sonnigen und sommerlichen Temperaturen radeln. Seht ihr ja hier. Sowas finde ich dann total schön. Wie gesagt, nicht so schön eben, dass es eben hier so viel schnurgerade geht. Ist so ein bisschen langweilig. Aber gut, das ist eben die Sache dessen geschuldet, dass eben so ein Flüsschen eben hauptsächlich oder viel begradigt ist. Ja, zu dem Thema Hochwasser, da bin ich jetzt nicht so auf dem Laufenden. Ich glaube, an der Erft gab es da auch so einiges. Also ich habe mal bei der Recherche, bei der Tourenplanung, wollte ich eigentlich noch ein Stückchen weiter oberhalb die Tour beginnen lassen, weil das Swist oder was auch immer da so Richtung Bad Münstereifel geht. Aber ich muss sagen, schon in Komoot hat mir dann bei der Routenplanung angezeigt, nö, da kannst du nicht herfahren, da sind Bauarbeiten im Gang am Fluss. Also weiter oberhalb scheint da doch auch ein bisschen was irgendwie übergelaufen zu sein. Ja,
Gut, das jetzt zu dem Thema darum, das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich die Tour erst in Erftstadt-Liebla begonnen habe, damit ich relativ sicher sein kann, dass hier der Radweg direkt hier am Fluss, ihr seht ja, es geht hier immer am Fluss direkt entlang, dann auch gut befahrbar ist. Von daher war mir das relativ wichtig. Ja, wenn mein eingeblendeter Text, also ihr findet auch immer mal zusätzlich noch ein paar Informationen, die ich dann per Textbaustein unten am unteren Bildrand einblende, für das, was ich jetzt so kommentartechnisch nicht direkt immer so live bzw. live am PC dazu erzähle, damit ihr so ein bisschen seht, wo man gerade ist, kann man sich dann so ein bisschen an diesen eingeblendeten Textbausteinen etwas orientieren, zumindest die Leute, die die Strecke so ein bisschen kennen oder das ein bisschen nachrecherchieren. Also im Großen und Ganzen fand ich die Tour sehr schön, muss ich sagen. 65 Kilometer, 66,1 laut geplanter Tour. Folge dem Weg 1,7. Landschaftlich, wie ihr seht, einfach auch sehr schön. Okay, ich klingel dann auch schon mal hier, weil wie gesagt, die Brückenunterführung vom Radweg, naja gut, ist natürlich nicht nur Radweg, ist Rad- und Fußweg natürlich in Kombination. Da oben rechts seht ihr schon, war wieder irgendwas gesperrt. Und hier sind sogar Pfeile aufgemalt, damit man sich bei der Begegnung nicht aufeinander zufährt und aufeinander prallt. Ja, hier jetzt eben dann auch mal so ein geschottertes Stückchen und wieder eine Unterquerung. Also viel Platz ist da nach oben nicht. Gut, man muss nicht den Kopf einziehen, aber wenn man so schnell drauf zugefahren kommt, dann hat man immer das Gefühl, man müsste sich ducken. Ja, hier jetzt eine Unterquerung, die jetzt mal nicht so deutlich nach unten und wieder rauf geht. Ihr seht, ne, da kommen auch schon mal Leute einem entgegen, die nebeneinander radeln. Das ist dann immer auf dem Weg so ein bisschen prickelnd. Ne? Hier ein schöner Blick mal in die Erft. Hier ist es schon ein bisschen, finde ich, schon zu einem ansehnlichen Flüsschen angequollen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt viel geregnet hat zuvor. Also von daher kann ich das jetzt auch nicht beurteilen. Also ich habe die Tour am 22.07., also 22. Juli oder Juli gemacht, 2023. Das war ein Samstag. Und ja, also Zugfahren ist ja ganz schön. Vor allen Dingen mache ich jetzt gerne so Kombis wegen dem 49-Euro-Ticket. Allerdings, du hast die Tour verlassen. Allerdings muss ich dazu sagen, dass eigentlich wollte ich die Tour nicht gerade unbedingt an einem Samstag oder an einem Sonntag machen. Schon mal gar nicht über Köln. Also der Umstieg in Köln Hauptbahnhof war so ein bisschen horrormäßig. Waren sehr viele Leute dann natürlich in dem Zug. Ich musste, wie gesagt, zweimal umsteigen. Einmal im Köln Hauptbahnhof, dann einmal in Hürth-Kerwenich oder Karlscheuren. Hürth-Karlscheuren, so hieß das Örtchen oder Kaff. Entschuldigung. Nicht bös gemeint. Und wie gesagt, in Köln Hauptbahnhof der Zug, der dann über Karlscheuren ging, das war eine Regionalbahn, die eigentlich bis nach Mainz ging und war proppenvoll. Also von daher, beziehungsweise sehr viele Leute, aber Gott sei Dank war der Zug recht lang und ich bin da ganz, ganz schnell nach vorne, ganz, ganz vorne gelaufen, wo das Fahrradabteil war und hatte dann Glück. Ich hatte das ganze Fahrradabteil, trotz so vieler Menschen am Bahnsteig, war ich überrascht, dass ich das Fahrradabteil dann doch für mich alleine hatte. Jetzt rechts vom Radfernweg.
Ja, ihr seht, ne, jetzt wird es auch immer mal ein bisschen abwechslungsreicher. Ansonsten ist hier immer der Weg, ihr seht schon, viel geradeaus. Aber einfach sehr schöne Landschaft. Ihr seht immer mal so ein bisschen Einblicke. Warum ich auf dieser Tour und hier in diesem Video jetzt speziell nicht so viele Seitenschwenks habe. Vor allen Dingen schwenke ich ja oft immer nach links. Das mache ich dann eigentlich nicht von Hand, beziehungsweise ich drehe die Kamera nicht von der Hand, weil ich habe die ja an der Brust vorne links. Und warum sind die immer nach links? Wenn ich denn in den vorherigen Videos immer welche nach links mache, ich meistens Einblicke in die Landschaft. Das liegt daran, weil wenn ich sie nach rechts mache, dann seht ihr eigentlich immer nur meinen blöden Bart. Und also wenn ich zu weit nach rechts schwenken würde. Aber was ich eigentlich sagen wollte, auf dieser Tour heute habe ich leider meinen Brustgurt, wo ich die Kamera dran befestige, vergessen. Und da musste ich ein bisschen improvisieren. Aber ihr seht ja, ist trotzdem ganz gut geworden. Ich habe nämlich dann das Stativ, das kleine vorne in die Lenkertasche getan und habe die DJ Pocket 2 dann da vorne dran gemacht. Blöd war halt nur eben, dass ich eigentlich immer dann hätte mich sehr stark nach vorne nach vorne beugen hätte müssen, um an den elektronischen kleinen Knopf zu kommen. Folge dem Weg 350 Meter. Mit dem ich die Kamera hätte schwenken, also nach rechts oder links verstellen können. Ja, hier bin ich jetzt eigentlich auch schon, glaube ich, in kurz vor dem Schloss Bedburg. An der Kreuzung leicht rechts abbiegen auf Zufahrtsweg. Da wollte ich eigentlich gar nicht wirklich durchradeln. Ihr seht, da ist auch ein bisschen Pflaster, Kopfsteinpflaster. Ist auch nicht, trotz Vollfederung, auch nicht wirklich prickelnd. Aber immerhin, damit geht es wenigstens einigermaßen. Und ich weiß gar nicht, ob der Weg eigentlich zum Befahren mit dem Rad freigegeben ist. Aber ihr seht ja, an dem Samstag war nicht viel los. Es sollten nämlich auch Böen geben von 40 bis 45, wenn nicht sogar 50 km/h. Deswegen habe ich auch die Drohne gar nicht erst mitgenommen. Jetzt rechts auf Werftstraße. Weil ich meistens dann, wenn ich die Drohne wirklich so 80, 100 Meter hochfliegen lasse, dann immer die Meldung kriege, die Fehlermeldung auf dem Empfänger. Starke Windböen, bla bla bla, soll bitte aufpassen und hast du nicht gesehen. Ja, gut, ich habe jetzt hier auch immer mal vor, in den Videos ein bisschen mehr O-Ton drin zu lassen, sodass ihr auch mal so ein bisschen mitbekommt, wie sich der Radweg gerade auch geräuschkulissenmäßig anhört und anfühlt. Weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, man kann gar nicht so wirklich ganz genau sehen im Video die Bodenunebenheiten. Ihr seht ja, das war jetzt wieder Teerbelag, zack, und hier ist jetzt wieder Schotter. Ah, das waren übrigens nette drei Mädels. Ich habe mich da per Handzeichen rechts einfach bedankt und bekam ein Lächeln zurück. Warum die Damen da jetzt gelächelt haben? Vielleicht haben sie sich gefreut, dass ich mich bedankt habe. Also ich mache das schon mal ganz gerne, dass ich mich dann auch bedanke per Handzeichen. Ich bin jetzt auch nicht immer so ein Typ, ne, wenn da mal Leute nebeneinander fahren, direkt zu klingeln und ich muss jetzt da vorbei oder was weiß ich. Da bin ich nicht so Fan von, denn wenn alle Fahrradfahrer immer ständig klingeln müssten, gerade vor allen Dingen an Wochenenden, wenn viele Leute unterwegs sind, Fußgänger und alle würden da ständig immer klingeln, ich glaube, dann wäre die Waldruhe oder die Stille, die ich so liebe. Folge dem Weg 800 Meter. Hier auch mal gerade wieder einen schönen kurzen Blick in die Erft hinein. Das wird mir gar nicht gefallen, ne? Also wenn im Wald immer ständig in der Natur geklingelt wird. Ja, hier meine kleine verspätete Kaffeepause.
mit dem mitgebracht. Ah, da kommen die Mädels übrigens gerade. Ah, hallo. Genau. Ich habe ja meine beiden Schilder, wo drauf steht, ne, um was es geht. YouTube, Fahrradkanal vorne und hinten. Und wo ich vorhin wohl an den Mädels vorbeigefahren bin, konnten die das nicht so genau lesen. Jetzt konnten sie es genau lesen. Jetzt rechts abbiegen. Freue ich mich natürlich, falls, 90 Metern links abbiegen auf Gustorfer Straße. Falls die drei Damen hier mal in das Video reinschauen. Winke, winke nochmal. Ich fand es ganz lustig. In 60 Metern links auf Gustorfer Straße. Ja, ich habe jetzt hier auch mal den Navi-Ton so ein bisschen mit drin gelassen. Damit, wie gesagt, den O-Ton. Dann ist ja natürlich selbstverständlich auch hier und da das Navi mit drin. Hier links war das Ortsschild. Sowas lasse ich dann auch gerne mal drin, damit ihr sehen könnt, wo man gerade sich befindet. Ja, hier jetzt natürlich Folge dem Weg 300 Meter. Irgendwie die ganze Geschichte, die hier die Stromerzeugung hier mit der im Tagebau gewonnenen Braunkohle ist es, glaube ich. Und hier sind natürlich die E-Werke oder was weiß ich, keine Ahnung. Ach so, ja, hier übrigens ein toller Nebenweg, den ich mal einfach erkunden wollte, weil ich gedacht habe, komm, du hast ja ein Fully, ein faltbares, das musst du jetzt hier auch mal testen. Was hat da ein, habe ich glaube ich auch per Text eingeschrieben. Ah ja, hier, jetzt kommt da der eingeblendete Text. Also den fand ein Komoot Teilnehmer. Was schreibt er hier? Langer Wiesen MTB Trail. Schön parallel der Erft entlang. In 50 Metern rechts auf Wassermühle, danach geradeaus auf Weg. Schrieb er noch, schöne Strecke, hoher Spaßfaktor. Naja, gut. Da kann man geteilter Meinung drüber sein. Ich fand ihn ganz schön. Vor allen Dingen den hinteren Teil, der wurde dann doch ein bisschen sehr urig oder wucherig, sagen wir mal so. Aber gut, man konnte ihn fahren. Ich finde ja so Sachen immer schön, auch solche Wege hier. Solange der Belag und die Oberfläche auch noch befahrbar ist. Das muss jetzt gar nicht unbedingt Teer oder so ein schöner Betonschotterweg sein. Mir reicht auch so ein einfacher Naturweg. Er muss halt trocken sein und nicht viele Löcher. Ja, hier waren jetzt sehr viele schöne Sonnenblumen. Weiß nicht, ob die jetzt hier versehentlich oder was das für eine Wiese war. Ich fand sie jedenfalls schön. Folge dem Weg 500 Meter. Ja, das ist jetzt hier mal... ja, das... Ich habe gedacht, okay, das ist ein schmaler, geteerter Weg, aber die, mein lieber Mann, also da waren ganz heftige Flicken und Löcher, also, naja gut, man muss dazu sagen, wie gesagt, habe ich ja auch einen Text hier eingeblendet, dass ich im Schnitt, also ich habe ja die geradelte Tour in Komoot gespeichert und demzufolge habe ich einen Schnitt geradelt von 20,3 Kilometer. Dazu muss ich jetzt allerdings sagen, habe ich jetzt nicht unbedingt freiwillig gerne so schnell geradelt. In 180 Metern geradeaus auf dem Weg. Also mir wäre es jetzt eigentlich ein bisschen langsamer, sogar lieber gewesen. Aber ja, ich hatte eine S-Bahn ab Neuss-Nord verpasst, weil ich das... In 180 Metern links abbiegen und im Bend folgen, danach rechts abbiegen auf Singletrack. Weil ich das Fahrradabteil nicht finden konnte. Aber macht nichts. Die S-Bahn hatte nämlich Verspätung und die nächste kam schon nach 15 Minuten. Aber trotz alledem, diese ganze Umsteigerei, die hat mir... Jetzt links abbiegen, danach rechts abbiegen auf Singletrack. Die hat mir echt Zeit gekostet, ne? Also... Ich weiß gar nicht, losgefahren. Ich sage ja, ich war so circa 13 Uhr da, hab eine halbe Stunde für das Vorstellen des Lobebikes noch auf dem Parkplatz gehabt. Also so halb
2 Uhr und irgendwo war ich dann erst um 15.30 Uhr oder 16 Uhr in Erftstadt-Liebla. Also deswegen habe ich so ein bisschen Gas gegeben, damit ich nicht ganz so spät wieder du hast die, Tour verlassen. Die Heimfahrt einen Blick auf die Karte. Antreten die Tour liegt vor dir konnte. Ja, hier ein schöner Außengastro. Das ist jetzt dann auch schon kurz hier vor Grevenbroich. Und das hier, das sieht so irgendwie ein bisschen urig aus, als wenn man ja so ein altes Abbiegen auf Schlossstraße danach alte Stadttor durchfahren würde. Ja, hier geht es dann jetzt auch richtig rein in die Fußgängerzone, die kleine, die ist in Grevenbroich. Hier sind so ein paar Bronzefiguren. Ich hoffe, jetzt geradeaus auf Kölner Straße, dass die nicht irgendwer da abschraubt und ihr wisst schon. Ja, so den jetzt links halten, danach leicht rechts abbiegen. Den Durchgang durch die Grevenbroicher Fußgängerzone habe ich dann mal in Zeitraffer gemacht. Jetzt leicht rechts. Ich hatte mir dort auch ein schönes Eis gekauft, 2 Kugeln. War übrigens die Kugel 1,30. Ich glaube ja, 2,60 habe ich bezahlt. Ja, hier ein schöner Park auch in Grevenbroich. Da gibt es übrigens auch Äpfel, also wer unterwegs denn mal. Hier seht ihr hier, glaube ich, noch ein paar oder waren schon eingeblendet. Ich kann das immer auf dem kleinen Kontrollmonitor hier auf der Videobearbeitungssoftware, müsst ihr entschuldigen, nicht immer ganz so genau sehen. Auf jeden Fall geht es dann hier jetzt weiter. Und ja, jetzt wird es eigentlich auch ein bisschen wirklich, finde ich, schöner für meinen Geschmack. Für meinen Geschmack jetzt hier so von der Streckenführung, weil es ist nicht immer alles mehr so schnur geradeaus, finde ich. Bei nächster Folge dem Weg 550 Meter. Von daher finde ich das wirklich einfach auch so ein bisschen uriger. Aber gut, das ist natürlich immer ein bisschen Geschmackssache, ne? Von daher 200 Metern rechts abbiegen und Straße folgen, danach geradeaus auf Brückenstraße. Muss das dann jeder für sich selbst entscheiden? Ja, hier bin ich jetzt auch an der Mehlkiste, so nennt sich das. Also hier gibt es anscheinend, das müsst ihr mal googeln, kurz hinter Grevenbroich ist das in meiner Fahrtrichtung. Leider war es schon zu. Da gibt es ganz tolle Mehlsorten. Ich glaube, die haben sogar ein paar Brötchen da, die mit den Mehlen irgendeine Bäckerei oder die selber backen. Keine Ahnung. Ich habe das mal irgendwann gegoogelt. Ich habe es jetzt extra für euch drin gelassen. Ja, hier ein toller Weg. Den sollte man besser nicht so fahren, wie ich den jetzt fahre. Weil ich glaube, für Fahrradfahrer ist der eigentlich nicht wirklich freigegeben. Aber Asche auf mein Haupt. Okay, habe ich zu spät gesehen. Oder ist mir ein Licht aufgegangen. Aber es ist ja gut gegangen. Auf jeden Fall, wie gesagt, wenn dann viel Betrieb ist, da. Es ist ein schöner Weg. Ne? Der ging übrigens in ähnlicher Form da noch weiter geradeaus. Auch direkt neben der Erf weiter. Aber das habe ich dann das Schild gesehen, nur für Fußgänger. Und wie gesagt, wenn ich das nicht wirklich übersehe, dann halte ich mich eigentlich auch daran. Aber ihr seht, die Alternative ist jetzt nicht wirklich schön. Wie ich finde, da muss man dann hier irgendwie durch den Ort hier Wefelinghofen. Und ja, ihr wisst ja, ich bin von so Straßen nicht so wirklich Fan. Vor allen Dingen, naja gut, das war jetzt noch nicht unbedingt eine Hauptstraße, aber trotzdem, irgendwie fühle ich mich da nicht wirklich wohl bei. 100 Metern. Ja, hier bin ich jetzt eigentlich auch schon
glaube ich, an der... Nee, ist noch nicht wirklich. Nee, hier ist jetzt... Ah, ja, genau. Hier ist noch ein... ja, was Interessantes. Falls ihr mal zwischendurch noch eine schöne kleine Pause machen wollt. Eine schöne Lokalität. Ist, glaube ich, irgendwie ein Kloster. Ich finde es jetzt gerade hier nicht... auf meinem zweiten Monitor. Aber von da aus bin ich dann auch wieder einen schönen kleinen Nebenweg gefahren. Ihr seht schon. Und was findet man da? Natürlich einen Baumstamm, der quer liegt. Naja, gut. Aber zum Glück ging es da drumrum. Von daher Entwarnung, alles okay. So, jetzt muss ich mal schauen. Ja, genau, das war ein Kloster, Kloster Langwaden oder Langwaden, Langwaden ohne R. Ja, und da gibt es dann die Klosterschenke und da ist eine öffentliche Gastro. Ja, und hier geht es dann irgendwie, ich glaube, das ist so ein Mühlenbach. Und das ist natürlich ein schmaler Weg. Und dazu muss ich sagen, da ist wirklich jetzt meines Wissens nach kein Fahrradverbotsschild. Ja, hier könnt ihr rechts fahren. Oder könntet ihr, hatte ich eigentlich auch noch vor, um dann das Schloss Hülchrath mir kurz anzusehen und für euch noch zu filmen. So, und hier unterquere ich jetzt die... ehemalige Kanonenbahn, so heißt das, glaube ich, ist übrigens mittlerweile jetzt seit letzterem Stand sehr gut geteert. Zuvor war das immer so ein Trampelpfad, der sich da, weil da anscheinend viele hergegangen und Gassigeher und Radfahrer da irgendwie durchgeschlängelt haben. Also das geht hier so von Minkel an der Erft. Da kann man da drauf auffahren und dann kann man da etliche Kilometer Richtung Süden ganz toll auf dieser ehemaligen Kanonenbahn langfahren. Ich guck mal gerade. Das würde dann hier bis nach Rommerskirchen gehen. Das ist schon ein schönes Stück. Ja, hier bin ich jetzt im Video. Ich habe das dann mal schnell vorgespult. Hier ist dann auch ein Weinladen. Da ist dann auch immer einiges los, wenn man gerade mal dort auch vorbeikommt, wenn das Lädchen geöffnet hat. Jacques Weindepot, so nennt sich das. Und das ist dann auch hier am Gut Eppinghofen gewesen, der Weinladen direkt nebenan. Ja, jetzt geht es hier nochmal so ein bisschen kreuz und quer, beziehungsweise mal rechts und links am der Erft entlang. Ich habe, wie gesagt, im Großen und Ganzen sehr schöne Strecke, wenn man auch gerne mal ein bisschen schneller radeln möchte. Das ist machbar, wenn es nicht gerade an einem super schönen sonnigen Sommertag ist und am Wochenende vor allen Dingen. Ihr seht, ne, das ist zwar jetzt ein Wochenendtag, ein Samstag, aber wie gesagt, es war viel Wind angesagt, ein bisschen bewölkt und anscheinend hat das die Leute jetzt nicht besonders dazu angeregt, eine Radtour zu machen. Jetzt rechts abbiegen auf Burgweg, danach links abbiegen auf Erbrater Straße, K7. Ja, hier, das finde ich auch so ein bisschen doof hier in diesem Örtchen hier. Ich weiß jetzt nicht, wie das hier jetzt heißt, dieser Ortsteil. Weghofen oder Höfen. Heißt wohl hier dieses Örtchen. Da muss man dann irgendwie so ein bisschen tricky hier über eine Hauptstraße ein kurzes Stück und dann wieder rechts. Also gerade da vorhin allerdings, da die Überquerung
Also kommen wirklich ständig immer mal Autos und folge dem Weg 550 Meter. Ist also wirklich nicht so schön. Ja, jetzt biege ich hier auch jetzt links. Ein gleich hier nach links zum, was steht da, muss ich mal gucken, vorne im Hahnen. Also vorne im Hahnen, hier rechts das Feld. Folge dem Weg 750 Meter. Hier habe ich auch schon mal in einem anderen Video, wo ich eine Erft-Tour gemacht habe, die ich in Kombination mit dem Kanonenradweg da oben mit der Bahntrasse gemacht habe. Findet ihr auch natürlich in meiner Videoübersicht. Da habe ich dann auch schon mal die Drohne fliegen lassen und schöne Aufnahmen machen können. Ja, jetzt geht hier ein kleiner Schleichweg zu diesem Golfplatz, wo ich geparkt habe. Und ja, das sind jetzt auch schon die letzten paar hundert Meter, die ich jetzt hier dann radel. Der Golfplatz hier, wie gesagt, in Neuss, das ist, man kann da, darf da quer durchfahren. Das ist jetzt nicht irgendwie so streng geregelt, dass hier keiner durchfahren oder radeln darf. Von daher finde ich das ganz toll. Leicht rechts abbiegen, danach in 70 Metern rechts abbiegen auf Weg. Einzig jetzt hier das letztere Stück, da ist auch noch irgendwie ein Geschäft und hier eine Gastro. Da sollte man dann eigentlich jetzt rechts abbiegen, danach leicht links abbiegen auf am Golfplatz. Ja, da sollte man dann eigentlich schieben. Ja, ich bin jetzt hier an meinem Parkplatz angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Du bist an deinem Ziel angekommen. Würde mich freuen. Bis bald. Genau, würde mich über einen Daumen hoch freuen und ein Abo von euch. Und tschüss, winke, winke.